Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch mal eine etwas andere Idee. Ich möchte euch was zeigen und vielleicht kann man das ja auch ganz gut als Karte ummünzen. Also vielleicht nehme ich euch da im Anschluss auch noch ein Video auf zu einer Karte, wie man das gestalten könnte. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die Idee, denn das hier ist keine Karte, sondern das ist ein Freundschaftsbuch und es ist für die Kindergärtnerin von unserem Kind. Und zwar hat sie uns gebeten, dass wir da reinschreiben. Und als ich das so angeschaut habe und die ganzen Einträge der anderen Kinder gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist alles so schön kreativ und was könnte man denn da machen? Und dann habe ich mir das Buch nochmal so angeschaut und habe mir gedacht, okay, eigentlich könnte man es auch ummünzen. Hier steht, ohne Worte ist alles doof oder ohne dich ist alles doof, kennt man vielleicht auch. Baum doof, die anderen doof, ich doof, Radierkrümel doof, leeres Notizbuch doof, Krabbelkäfer doof. Vielleicht kann man das auch einfach ummünzen und kann sagen, mit dir ist alles schön. Und das könnte man super verwenden als Idee für so ein Poesiealbum. Also das ist jetzt ein Album, da ist gar nichts vorgegeben, sondern einfach nur leere Seiten. Vielleicht könnte man das auch mal nutzen, wenn man zum Beispiel auf eine Hochzeit eingeladen ist. Da gibt es doch oft diese Hochzeitsbücher, die da durchgehen. Und wenn man da ein bisschen was hinmalt und sagt, mit euch als Brautpaar ist alles schön, könnte man das vielleicht auch so gestalten. Wäre vielleicht auch eine nette Idee. Oder, wie für uns jetzt zum Beispiel, könnte man das auch als Karte umsetzen. Und zwar haben wir es jetzt so gemacht. Also ich habe jetzt hier zwei Stücke ausgeschnitten, die eben von der Größe gut reinpassen in Grundweiß. Und habe da jetzt fast alles bestempelt. Und mein Kind hat hier noch ganz schön viel ausgemalt. Und wenn man das Ganze aber als Erwachsenenversion sieht, also als Karte, jetzt nicht nur für Kinder oder für Jugendliche, sondern natürlich auch für eine Freundin oder für einen Freund, dann kann man das natürlich auch ummünzen. Und dann könnt ihr einfach in eurem Stempelregal stöbern gehen und gucken, was ihr alles habt. Ich habe es jetzt natürlich auf den Kindergarten umgemünzt und erkläre euch das kurz, aber ihr könnt es natürlich auch für alles andere ummünzen. Ihr könnt es auch für die Mama zum Mamatag machen. Mit dir ist alles toll, wenn sie gerne gartelt, dann macht sie eine schöne Blume drauf und einen schönen Spruch und was auch immer. Also da gibt es ja 1000 Millionen Ideen und vielleicht ist das eine Anregung für euch, dass ihr das auch nutzen könnt. Genau, und ich zeige euch jetzt einfach mal diese Kinderversion sozusagen ein bisschen. Man kann dann sagen, Sonne ist toll, Krabbelkäfer toll, Kindergartenspielsachen entdecken ist toll, jemand in gute Hände geben ist toll, mit den anderen zusammen sein, Regenbogen und so weiter und so fort. Also da kann man schon mal ganz viel auf dieses Thema eingehen, das ihr euch aussucht. Und was ihr noch machen könnt und was ich hier ganz toll finde, ist zum Beispiel auch den Hintergrund ein bisschen prägen an einer Seite, schöne Sprüche drauf machen. Hier habe ich so ein kleines Buch eingebaut sozusagen, weil Bücher lesen ist toll, Eis essen ist toll, Blumen sind toll, im Garten spielen ist toll, Geburtstage feiern oder basteln und malen ist toll. Also das ist jetzt nur so natürlich auf Kindergarten gemünzt und auf die Sachen, die man im Kindergarten miteinander gemacht hat. Aber wie gesagt, das könnte man auch super auf Erwachsene ummünzen. Herzlich willkommen zu Teil 2 von diesem Video, denn ich habe mir gedacht, wir machen auch wirklich so eine Karte draus aus dem Ganzen. Aus der Grundidee von dem Album machen wir eine Karte, die heißt Mit dir ist alles toll und das macht richtig Spaß und deswegen lade ich euch herzlich ein, mitzumachen bei dieser tollen, süßen Kartenidee. Ihr könnt da euer ganzes Stempelregal hoch und runter suchen, was ihr alles findet und was alles machbar wäre. Ich habe jetzt einfach mal mit ganz aktuellen Sachen gearbeitet und zeige euch auch, wo ich die her habe. Und ich habe auch noch was gefunden, was perfekt dazu passt. So ein Glück, dass ich dich habe. Toll sein ist einfach dein Ding. Innen rein, aber das kann man natürlich auch freilassen und dann so gestalten, wie man möchte. Also das wäre die Karte. Ich habe jetzt hier Noten drauf gemacht. Musik ist toll, glücklich sein ist toll, Blumen sind toll, Vögelchen toll, Natur toll, sauber sein toll, feiern toll, Schmetterlinge toll, du bist ein Geschenk, so toll. Mit dir ist alles toll. Von dem her, lass uns loslegen, weil es macht richtig Spaß. Und weil diese Farbe nicht so gut zu meinem Nagellack passt, ist es die Mädchenversion und wir machen jetzt die Jungsversion, weil ich finde, das ist auch eine super schöne Kinderkarte. An Material braucht ihr eigentlich nur an Farbkarton in eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Jade und benutze noch zusätzlich Grundweiß. Und dann legen wir schon mal los. Und zwar habe ich eine Grundkarte in Jade, die ist 21 x 14 cm und gefalzt bei 10,5. Ihr wisst, das ist mein Standardkartenformat. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus, ich bin ganz schön nah da. Und ich habe zwei Karten, die haben das Maß 13,5 x 10 cm. Das ist quasi innen und außen. Und dem aufmerksamen Beobachter ist aufgefallen, dass meine erste Karte ein bisschen, die eine ist quer und innen ist dann hochkant. Kann man so machen, ist eigentlich auch ganz cool, aber wir machen es jetzt natürlich so, dass quer und quer zusammenpasst. Das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber manchmal, ja, hat man den einen Teil schon fertig, bevor man den anderen macht und dann, genau.
Und außerdem habe ich noch ein kleines Stück, das hat das Maß 4,7 x 1,5. Das ist dieses hier. Da habe ich schon drauf geschrieben, mit dir ist alles toll. Da haben wir leider keinen Stempel, deswegen müssen wir mit der Hand da aushelfen. Aber das müssen wir bei der Karte eh, von dem her passt es ganz gut. Und ich habe mir schon ausgestanzt aus Jade und aus Grundweiß zwei Stanzteile. Und wir stanzen uns gleich noch das dritte Teil aus, wo wir brauchen. Und fangen mal mit der Frontseite auch unter anderem an. Ich nehme mir mal in Jade noch ein kleines Reststück. Da stanze ich mir nämlich noch das kleine Etikett aus. Und alle Etiketten, das sind also diese drei, 1, 2, 3, die kleinsten Größen, alle Etiketten sind in den Stanzformen gewellte Konturen. Und was ich jetzt noch benutze, ist die Prägeform Notenblatt. Da weiß ich nicht genau, ob die noch im Katalog ist, und die Spezialplatte Nummer 4 auf jeden Fall brauchen wir jetzt zum Prägen, weil ich möchte diese eine Musikecke gleich am Anfang machen. Weil da können wir uns unseren Bogenpapier nämlich gleich mal als Bestes einteilen. Wenn man das nämlich nur in einer Ecke will, muss man ein bisschen gucken, wie man das durch die Maschine stanzen, kurbeln kann, sagen wir so. Weil da möchte ich ja nur so eine kleine Ecke haben mit den Noten, und wenn man das jetzt hier so durchkurbelt, würde es vom Platz nicht ganz rausgehen. Deswegen mache ich das immer am liebsten am Anfang. Da habe ich noch die meiste Möglichkeit, das Papier noch ein bisschen mehr hochkant zu nehmen. Seht ihr, aber wenn ich so weit rausstehen lasse, dann komme ich ja hier in der Maschine dann nicht mehr durch. Da wird es dann hier ein bisschen eng. Deswegen möglichst so, vielleicht sogar möglichst mittig reinlegen, dass das Papier nicht rechts und links übersteht. Und dann können wir es noch so machen. Dann haben wir hier zwei Notenzeilen drauf und kurbeln uns das mal durch. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen Stempel habt mit Noten drauf, einfach einen Stempel nehmen. Aber ich fand es halt auch cool, dass man das Papier vorher noch ein bisschen prägt. So hat man noch ein bisschen mehr Spezialeffekt in der Karte. Und bei der 3D-Form braucht man nur unten die dicke Platte, unsere Grundform mit dem Papier und drüber eben die Spezialplatte. Dann können wir das super prägen und haben jetzt hier schön die Notenzeilen da drauf, auf einer Ecke. Und wenn wir die Stanzmaschine schon da haben, stanzen wir uns gleich auch noch unser Etikett. Da mache ich jetzt den ganz normalen Aufbau. Dicke Platte, dünne Platte, Acrylplatte, Papier, Stanzform und nochmal eine Acrylplatte drüber. Wenn ihr das wissen wollt, wie das alles so funktioniert mit dem Prägen, dann könnt ihr mal hier oben, wo ist es? Wow. Mit deren kann ich es. Unter dem weißen i schauen, da habe ich euch ein Video zum Prägen verlinkt. Wenn euch diese Aufbauten mal interessieren, dann könnt ihr nochmal nachschauen. Und wir haben jetzt hier ein schönes Ergebnis gestanzt. Und so haben wir alle Teile, die wir brauchen. Denn jetzt geht es nämlich ans Stempeln. Dann nehme ich mir jetzt diese ganzen Elemente raus. Ich nehme mir jetzt alle möglichen Stempelfarben. Ich habe jetzt hier als Grundfarbe meine Kartenfarbe wieder aufgegriffen. Also ich benutze jetzt hier das Jade für den Spruch, für innen rein. Und weil ich die Innenkarte dann schon mal da habe, habe ich ja hier außenrum noch den Spruch "So ein Glück, dass ich dich habe". Also so klebe ich mir das nachher für innen rein zusammen. Und wir machen jetzt einfach weiter mit unserer Frontseite. Übrigens, dieses "So ein Glück, dass ich dich habe" ist aus dem Glücksgrüße. Das ist leider älter, das hat diese Bestellnummer. Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr zum Kaufen, aber das hat eben perfekt gepasst mit den Sprüchen. Ein weiteres älteres Set habe ich noch, das sind eben diese Krabbelkäfer drin. Käfer habt ihr bestimmt auch vielleicht nur in dem anderen Set. Ansonsten habe ich nur neue Sets, und zwar Osterhase, spritzige Zitronen und Achtung Baustelle. Gerade das Achtung Baustelle hier, diese Bestellnummer hat natürlich eine super, ist natürlich für Kinder super. Und hier haben wir die Zitrone und die Blumen raus. Und aus dem Hasen, Osterhasen, das hat diese Bestellnummer. Finde ich auch Karotte witzig, würde ich vielleicht auch aufstempeln. Karotte witzig, Karotte gut, wenn jemand gerne Karotten isst, passt es natürlich. Aber das Vögelchen und die Schmetterlinge. Und wenn will, könnt ihr auch die Blümchen aus diesem Set nehmen. Habe ich hier benutzt. Und wir starten einfach so querbeet. Ich mache die Karte komplett bunt und fange jetzt mit den Zitronen an. Dann nehme ich jetzt mal Osterglocke und stempel mir das hier unten in diese Ecke. Weil sauer sein, da braucht man auch einen Partner, mit dem das Spaß macht.
Und dann haben wir noch die Blümchen, die würde ich jetzt mal in Sommerbeere machen. Die kommen hier oben hin. Ich muss mal nur ein bisschen gucken, wie ich das so verteilt habe. Das habe ich vorher einfach so nach Gefühl gemacht. Und da sind nämlich auch so kleine Punkte in den Zitronenset, die gehören da in die Blümchen rein. Und deswegen mache ich das gleich mal am Anfang. Und dann würde ich euch raten, bevor ihr weiterstempelt, dass ihr euch das, was ihr hinschreiben wollt, immer gleich dazu schreibt. Und zwar habe ich hier einfach einen schwarzen Stift genommen und schreibe dann dazu, was ich möchte. Also zum Beispiel hier mit so einem kleinen Pfeil. Geht mein Stift nicht mehr. Blumen, toll. Und hier. Sauer sein, toll. Finde ich süß, weil man das eben nicht so häufig hat. Bevor ich jetzt weitermache, würde ich es so machen, dass ich mir mein Etikett schon mal in die Mitte mache. Dann weiß ich genau, wie ich so mir die Stempel verteile. Ich klebe es noch nicht an, aber ich lege es mir schon mal so auf, dass ich weiß, wo es ungefähr hinkommt. Den größten Stempel habe ich jetzt schon untergebracht und jetzt mache ich einfach so ein bisschen außenrum. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel die Luftballone, dann nehme ich jetzt mal als Farbe grüner Apfel. Kann man schreiben, Luftballone toll oder feiern toll. Einen kleinen Pfeil dazu malen. Dann habe ich hier das kleine Vögelchen aus dem Osterhasen-Set. Das machen wir mal in Savanne. Also da geht ihr auch einfach eure Farben durch, die ihr gerade so zwischen die Finger bekommt. Das wollte ich relativ weit hier oben hin machen. Dass das vielleicht so ein bisschen auf dem Etikett sitzt, habe ich gedacht. Vögelchen toll. Und ich wollte ja natürlich noch meine Krabbelkäfer unterkriegen. Die hatte ich jetzt auf der anderen Karte nicht drauf. Die würde ich ganz gerne in, was machen wir, grau, irgendwas graues, vielleicht Granit. Nehme ich die jetzt mal, die könnten wir dann nachher noch ausmalen. Wo passen die denn noch gut hin? Hier unten. Weil ich das Wort Krabbelkäfer so schön finde. Das ist ja bei den Originalkarten auch so. Krabbelkäfer toll. Dann habe ich noch ein Geschenkchen, das könnte ich jetzt in Rot zum Beispiel machen. Da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Text, deswegen mache ich das jetzt noch hier oben hin. Das ist auch aus dem Baustellenset. Dann schreibe ich jetzt hier dazu, du bist ein Geschenk, so toll. Und hier kommt noch hin, Krabbelkäfer toll. Was haben wir noch? Schmetterlinge haben wir noch. Dann nehmen wir jetzt vielleicht mal Kürbisgelb. Und vielleicht kriegen wir dann noch einen zweiten daneben. Machen wir noch eine schöne Farbe. Vielleicht auch Jade sogar, weil die eben schon in der Grundkarte ist. Die haben wir da noch gar nicht so richtig oft drauf. Einen zweiten Schmetterling hinmachen. Schmetterlinge toll. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, weil wir ja das Sauersein drin haben, fände ich es auch noch total schön, wenn man hinschreibt, glücklich sein. Und da habe ich jetzt irgendwie mir spontan gedacht, ich mache mir hier so ein kleines Lachgesicht. Ganz großes Lachgesicht. Und schreibe dann hier noch glücklich sein. Toll. Und natürlich noch hier oben Musik. Toll. Und ich finde, so ist die Karte schon gut gefüllt. Man braucht jetzt eigentlich nicht noch mehr hinschreiben, oder? Also vielleicht hier oben noch irgendwas Kleines. Ich gucke mal, ob ich was vergessen habe. Ich habe hier noch Natur toll hingeschrieben mit einem Blattstempel. Den könnte man da noch einfüllen, aber eigentlich würde ich es jetzt so lassen. Ich glaube, das reicht schon so. Aber ihr wisst ja, wie man die Karte dann schenkt. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr irgendwas Schönes gemeinsam habt, wo ihr da dann super zusammenbauen könnt, super unterkriegen könnt oder ihr macht auch selber was. Wie gesagt, da ist man ja nicht unbedingt gebunden, sondern man kann da ja alles machen. Jetzt klebe ich mir mal vorne das kleine Schild auf. Zur Not müsst ihr halt selber was hinmalen. Handwerken wäre toll zum Beispiel, wenn man noch einen Hammer hinstempelt oder sowas. Oder je nachdem, für wen man das einfach macht, dass derjenige einem vielleicht mal geholfen hat und dass man sich da dann auf diese Weise bedankt und ganz persönlich auf den dann eingeht. Ich nehme jetzt noch mein Etikett von innen. Mach mal gleich fünf, dann geht's gut.
Und mein Etikett von vorne, das trägt jetzt 2. Und dann kommt das hier in die Mitte und das dann in die Mitte von der Innenkarte. Wie gesagt, wenn ihr dieses Set nicht habt, mit dem ich jetzt hier innen gestempelt habe, könnt ihr natürlich die Karte auch basteln und lässt es einfach frei und macht dann eure Grüße hin oder so oder was anderes, einen netten Spruch, ein Dankeschön oder einen zum Geburtstag, wenn es für ein Kind ist. Wäre das ja auch noch super. Ich wollte jetzt mal noch gucken, ob ich ein schönes Rot ganz spontan finde für meine Marienkäfer, aber das ist wahrscheinlich zu rosa. Ja, das geht eigentlich hier. Dass man die noch ein bisschen ausmalt. Gerade wenn es eine Karte ist für jemanden, der gerne bunt mag oder eben für Kinder, passt es natürlich toll, wenn man da noch ein bisschen was ausmalt. Könntet auch die Geschenke noch ausmalen oder so. Da wisst ihr sicher, was man machen kann. Und jetzt mache ich meine Innenseite fertig, klebe das also innen rein in meine Karte. Ups. So ein Glück, toll sein ist einfach dein Ding, dass ich dich habe. Ich finde es total schön, ich finde es passt so perfekt. Und hier vorne noch drauf die schöne Karte, Kartenaufleger. Das ist einfach so eine Karte, die richtig Spaß macht zum Machen und zum Verschenken, weil die einfach auch super individuell anpassbar ist. Und ich glaube, von der Idee her super passt auch zu diesem kleinen süßen Album, das ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Ich hoffe, euch gefällt die Kartenidee und das Album. Der Albumeintrag. Wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefällt und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Drückt dabei auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr, weil ihr immer informiert werdet. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Kreativiert was Neues. Tschüss! Krabbelkäfer toll!